Wie geht ihr ein Schreibprojekt an und was sollten Studierende beachten, wenn sie ein Schreibprojekt angehen? Ich habe bis jetzt nicht so viel Erfahrung mit Schreibprojekten, weil ich eben in der Mathematik das nicht wirklich ein großes Thema ist. Aber ich nehme mir jedes Mal vor, dass ich zuerst mal gründlich eine Recherche mache und mir dann überlege, wie ich die ganze Arbeit gliedern möchte. In der Realität ist das dann leider immer ein bisschen anders. Ich versuche zunächst einmal die größten Sachen, die ich eben zeigen möchte oder die ich eben betonen möchte, herauszufinden und die eben vielleicht auszuformulieren und dann im Prinzip die Arbeit um das dann herumzugliedern. Also so mein erster Tipp ist, wenn es am Institut angeboten wird, Schreibmentoring besuchen. Das kann auf jeden Fall helfen. Mein zweiter Tipp ist, einfach mal drauf losschreiben. Also das ist etwas, was ich im Masterstudium erst so wirklich gelernt und gemacht habe, dass ich mich irgendwann mal einfach hinsetze und runterschreibe, was mir gerade in den Sinn kommt. Einfach so, wo ich denke, dass es vielleicht einen guten Punkt geben könnte oder eine gute Perspektive, was so überhaupt nicht anspruchsvoll ist, wo ich mich nächsten Tag hinsetzen kann und sagen, okay, das war eindeutig ein Schmarrn, das kann ich wieder löschen. Oder vielleicht sogar Glück habe und dann merke, hey, da war doch was, das könnte man genauer ausarbeiten. Also hier hilft es mir öfters mal, nicht gleich mit einer Struktur ranzugehen, sondern das erste Mal schauen, was bleibt denn alles so hängen, wenn ich es an die Wand schmeiße und erst dann darauf aufzubauen und das dann zu gliedern. Ich denke mal, beim Schreiben oder überhaupt Vorbereiten auf so eine Seminararbeit, wenn es darum geht, oder für sogar die Masterarbeit, da gibt es irgendwie so viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich denke, am besten ist es, wenn man zumindest schon im Master ist, dann hat man ja schon ein bisschen Erfahrung damit sammeln können im Bachelor oder dann am Anfang vom Master. Dann ist es, glaube ich, am besten, so ein bisschen herauszufinden, was so einem am meisten liegt. Ob man eher so der Typ ist, okay, ich lese mal erstmal ganz viel und dann fange ich erst an, über eine Gliederung nachzudenken und danach fange ich erst an zu schreiben. Oder es ist eher so, wie jetzt Marlene vorhin gesagt hat, ich probiere mal erstmal meine Ideen zusammen und mal also relativ schnell loszuschreiben. Und ich denke mal, das ist eher so eine Charakterfrage eigentlich. Und das müsste jede für sich selbst entscheiden und herausfinden, was so am besten oder am meisten liegt. Und wenn man einen Bachelor und einen Master macht, dann hat man eigentlich auch genügend Zeit oder genügend Möglichkeiten, so ein bisschen sich auszuprobieren. Und also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, ich probiere schon erstmal herauszufinden, wurde zu diesem Thema schon relativ viel veröffentlicht. Also wenn da natürlich schon viel zu viel gesagt wurde und einige Personen genau meinen Standpunkt vertreten und ich dann im Nachhinein gar nicht mehr so viel Neues hinzufügen würde, dann hat es halt vielleicht auch nicht mehr so viel Sinn, was dazu zu schreiben. Oder man entdeckt halt einen neuen Aspekt dabei, der halt noch nicht so erforscht wurde. Also ja, also ich bin eher vom Typ, dass der irgendwie erstmal so ein bisschen nachschauen wird, was gibt es da alles, und erstmal vielleicht sogar tendenziell zu viel dazu lesen wird und danach erst anfängt, darüber nachzudenken, wie kann ich das jetzt eigentlich gliedern. Und das ist jetzt definitiv vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich bin eher einer, der über die Gliederung, über die Struktur tendenziell eher am Ende nachdenkt. Also ich lese gerne viel darüber nach und mache mir auch meine Gedanken dazu. Und dann kann es auch mal sein, dass ich dann relativ am Ende dann doch so ein bisschen nur die Gedanken woanders verteile, damit es aber trotzdem noch relativ gut aussieht, sagen wir mal. Also aber solange es irgendwie funktioniert und man damit zufrieden ist, dann ist es wahrscheinlich die Hauptsache. Aber ich denke mal, es kann auf jeden Fall nicht schaden, früh genug über die Gliederung nachzudenken und auch, okay, was interessiert einen wirklich an diesem Thema? Was muss da wirklich rein? Und was will man eigentlich damit bewirken? Was ist eigentlich dein Argument dahinter? Ich glaube, das sollte man früh genug machen. Vielleicht kann ich einen Mittelweg finden zwischen dem, was die Marlene und dem, was der David gesagt hat, mit dem, was ich mache. Ich glaube, wenn ich anfange zu schreiben über irgendwas, dann ist es meist, oder für gewöhnlich ist es so, dass du jetzt eher Seminare dazu besucht hast. Das heißt, du hast normalerweise ein Semester lang irgendwie über das Thema jetzt was gelesen und gehört und bist so ein bisschen eingelesen in das Ganze. Das heißt, du hast so gewisse. Einen gewissen Grundstock an Wissen, das du vielleicht heranziehen kannst. Und dann ist eigentlich nur eine Idee, worauf willst du ungefähr hinaus, beziehungsweise welche Frage willst du beantworten? Ich meistens nicht einmal, also in den meisten Fällen habe ich noch keine Antwort auf die Frage, sondern nur die Frage selbst. Und dann denke ich mir, okay,
was muss mein Leser wissen, damit er die Frage und die Antwort auf die Frage versteht. Und so fange ich dann quasi zum Gliedern an. Also es war so, ich habe meine letzte Bachelorarbeit geschrieben über individuelle moralische Verantwortlichkeit in der Klimakrise. Und dann ist halt, was ist quasi das Problem, was die Debatte loslöst? Ich muss mal das Problem beschreiben. Was sind mögliche Lösungsansätze und warum funktionieren die nicht? Beziehungsweise funktionieren sie oder funktionieren sie nicht? Und meiner Erfahrung nach ist es meistens so, dass sie die ersten zwei Drittel, wenn man die wirklich rigoros schreibt, dann ergibt sie aus denen eigentlich das letzte Drittel. Also das letzte Drittel ist immer das Einfachste zu schreiben, weil es ist quasi einfach nur noch das, was aus dem folgt, was du bis jetzt gesagt hast. Also wenn man das richtig liest, was bis jetzt in den ersten zwei Drittel passiert ist, dann müsste eigentlich niemand mehr das letzte Drittel lesen, weil das folgt einfach nur aus dem. Ich meine, das ist irgendwie der Anspruch, was du an Arbeit haben möchtest. Und so macht dann halt das Schreiben auch recht einfach. Und wenn es im Verhältnis zwischen wann fange ich zum Schreiben und wann höre ich zum Lesen auch. Mir kommt immer viel, ich würde den Tipp immer geben, hör früher zum Lesen auf, als du glaubst. Fang einfach mal an zu schreiben. Bei mir ist es fast ausschließlich immer so, dass ich während dem Schreiben draufkomme, was ich noch nicht verstanden habe. So, ich muss eine Position verstehen, ich muss eine Position beschreiben und beschreibe sie in eigenen Worten und dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich mir denke, damn, wie funktioniert das jetzt genau? Und dann geht es zurück zum Lesen. Und dann habe ich quasi eine Frage während dem Lesen. Und kann mir das erarbeiten und lasse das einflüssen. Und dann geht es quasi ineinander über. Dann passiert das alles verloren. Also das Lesen, Schreiben, das funktioniert immer nebenbei, bei mir zumindest. Und wenn ich dann die ersten notwendigen Positionen richtig beschrieben habe, dann ergibt sich der Rest eigentlich meistens von alleine. Das ist dann eigentlich immer das Chillige. Dann kommt so das letzte Kapitel und dann denkst du so, ja, jetzt weiß ich eh, was passiert. Weil ich habe eh schon genau beschrieben, was quasi der Status Quo ist. Auf jeden Fall, also eigentlich, ja, ich habe auch eigentlich oft bemerkt, man kann eigentlich unendlich viel dazu lesen, man kann immer weiter was dazu lesen und dann, wenn man dann angefangen hat zu schreiben, dann wird man auch noch bemerken, eigentlich zu diesem Thema, zu diesem Unterpunkt, da kenne ich mich eigentlich noch nicht so aus und sowieso, man weiß, man wird dann spätestens beim Schreibprozess dann sowieso irgendwie feststellen, ja, da muss ich sowieso noch was lesen und dann wird es auch relevanter, dann weiß man auch eigentlich genau, okay, da fehlt mir was. Und noch ein letzter Punkt war eigentlich, dass ich habe jetzt wirklich, was ich gesagt habe, war bezüglich der Seminararbeiten. Also weil bei der Abschlussarbeit zum Feldpraktikum und jetzt bei der Masterarbeit ist es halt schon anders in der Hinsicht, dass man dann selber auch seine Forschungsdaten hat. Und dementsprechend geht man das dann auch ganz anders an, also bei dem Schreibprozess. Also da spielt das Lesen logischerweise auch eine wichtige Rolle, aber man hat dann auch seine eigenen Daten. Und man geht dann natürlich auch sehr viel von seinen eigenen Daten, von seinen eigenen Erkenntnissen aus. Und das ist dementsprechend ein anderer Schreibprozess als bei einer Seminararbeit, wo man viel mehr sich die Literatur anschaut und eigentlich eher so eine Art, ist nicht eine Zusammenfassung, aber halt so ein bisschen so seine Quellen zusammenstellt. Also da würde ich schon so einen großen Unterschied machen. Und das ist vielleicht dann bei der KS auch ein größerer Unterschied, also dadurch, dass man dann halt ja einen großen Wert auf die empirischen Daten legt, die man halt selber zusammengestellt hat. Ja, ich finde die Frage, wie gehe ich an ein Schreibprojekt heran, zumindest für mich ist es keine leichte Frage. Persönlich tue ich mir zwar jetzt nicht schwer, was das Schreiben betrifft, auf der anderen Seite fällt es mir auch nicht immer leicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an die Bachelorarbeit, habe ich trotzdem aber versucht, mir gewisse Punkte auch im Vorhinein zumindest grob festzulegen, also was das Ausmaß betrifft, wie viel möchte ich ungefähr schreiben, wie soll sich meine Arbeit gliedern, wie viel Text oder Inhalt widme ich in etwa einem Kapitel. Also das hat mir schon bei der Bachelorarbeit geholfen, dass ich zumindest ein grobes Grundgerüst habe, jetzt nicht was das Inhaltliche betrifft, sondern einfach wie ich sozusagen meine Arbeit mit Inhalt füllen möchte, dann also einfach eine grobe Gliederung zu haben, das hat mir schon geholfen.
Was ich mittlerweile auch jetzt dann dazu gelernt habe in Bezug auf Schreibprojekte, ist, dass es wichtig ist, genau auch zu verstehen, was wird von mir genau verlangt. Also man darf auch da ruhig nachfragen, finde ich, wenn Unklarheiten bestehen. Und es ist auch wichtig, finde ich, zu wissen, wenn es dann konkret ums Schreiben geht, wann bin ich am produktivsten, aber auch damit lernen umzugehen, dass an manchen Tagen zumindest gefühlt relativ wenig weitergeht, wo man sich denkt, ja, man liest sehr viel Literatur, aber man kommt jetzt mit dem Schreiben nicht wirklich weiter. Auch damit eben lernen umzugehen, dass man dadurch irgendwie nicht herausgebracht wird. Denn das ist eher oft nur so ein subjektives Gefühl, aber es hilft einem dann später natürlich schon beim Schreiben, wenn man sich intensiv natürlich dann mit Literatur auch beschäftigt. Und was ich auch empfehlen kann, ist versuchen, wenn es dann auch ums Schreiben geht, dass man versucht, Unterbrechungen beim Schreiben eher zu vermeiden. Also gerade wenn ich dann daran denke, man schreibt an einem Thema für längere Zeit, legt aber dazwischen immer Pausen ein, dann ist es wenig förderlich für den Schreibprozess. Das habe ich speziell bei meiner Bachelorarbeit gemerkt und nehme es mir definitiv anders vor, auch bei der Masterarbeit. Denn wenn man immer rausgerissen wird sozusagen aus dem Schreibprozess und sich immer wieder neu einfinden muss in das Thema, ist es wenig förderlich, was das Schreiben betrifft. Also das ist etwas, was ich wirklich mitgenommen habe aus der Bachelorarbeit und für die Masterarbeit auf jeden Fall empfehlen kann. Oder generell bei Schreibprojekten, muss jetzt nicht eine Abschlussarbeit sein.